auf Automatik und dann zieht der komplett das durch, ohne das entsprechend anzusteuern. Die Erstvorstellung auf der Galabau bedeutet für uns, wir haben eine vollautomatische gesteuerte Maschine, die ohne den Einsatz von Laser, ohne den Einsatz von GPS in der Lage ist, Planien exakt zu ziehen, Böschungen zu errichten oder nach vorgegebenen Gradzahlen Gräben zu ziehen, ordentliche Gefälle einzubauen und das in einem Zug mit einer ganz genauen Exaktheit. Auf den Baustellen wird es immer enger, es wird immer schwieriger Geld zu verdienen. Jeder muss optimaler arbeiten, mit möglichst geringem Zeit-, Personalaufwand zu arbeiten. Und dadurch ist der Co-Pilot eine unheimliche Ersparnis in Zeit, auch in Qualität von den jeweiligen Arbeitsbewegungen, die gemacht werden. Insgesamt ist es das Ziel, nach der größten Maschine TB92 auch die nächst kleineren 4 Stufen von Maschinen entsprechend so auszustatten. Da sind wir im Moment noch in einem gewissen Versuchsstadium. Das muss natürlich entwickelt werden, sodass die Funktion und die Bedienung 100% einfach ist und von jedem zu bedienen ist. Rückt auf Automatik und jede andere Bewegung jetzt macht die Maschine selber. Ja. Eigenständig. Genau mit dem Gefälle nach dem Niveau, was er eingestellt hat. Ne? Aber da braucht nur eine Funktion ansteuern, alles andere macht die Maschine genau gleich.